Yo, Servus und zu Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es tatsächlich um Neuerungen, die wahrscheinlich sogar in die Hand der Call of the Wild so mit reinkommen. Sagt mir auch, ihr habt es nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Warum rennt mich das Kaninchen? Ich nehme hier alles. Boy, that escalated quickly. Ihr könntet euch natürlich jetzt erstmal fragen, Marcel, warum bist du dir so sicher, dass genau diese Dinge, die du uns jetzt sagst, wirklich vielleicht mit ins Spiel reinkommen? Erstens, es sind Sachen aus dem alten Die Hunter, also Die Hunter Classic, ist ja von den gleichen Machern und da kann ich euch gleich beruhigen, denn ich gebe jetzt mal drei Beispiele ganz kurz an, es sind drei Waffen und zwar kamen tatsächlich hier in Die Hunter Call of the Wild mit ins Spiel, die Sasa zum Beispiel oder die Virant oder ich glaube, da müsste sogar die Moradi mit ins Spiel gekommen sein. Die drei Waffen zum Beispiel, nur als Beispiel, gab es tatsächlich auch schon in Die Hunter Classic. Tripods übrigens ebenfalls. Und genau deshalb kann ich oder können wir uns auf Die Hunter Classic fokussieren. Und es kommt vielleicht nicht alles aus Die Hunter Classic in Call of the Wild, aber vielleicht diese Dinge, die ich jetzt noch aufgeschrieben habe. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Dinge, aber die brauchen wir jetzt nicht komplett hier uns anschauen. Nebenbei gucke ich hier, ob wir hier ein paar Weißwill herkriegen, aber ich glaube, hier sind keine. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spot. So, wir sind jetzt hier am anderen Spot und ich würde tatsächlich auch von den Teilen her direkt mit den Waffen beginnen. Es gibt tatsächlich sau viele Waffen in Die Hunter Classic. Ich gehe da jetzt nicht jede einzelne durch, sondern ich gehe ja auf eine Sache spezifisch wirklich nur darauf angelehnt. Und zwar glaube ich fest daran, dass wir früher oder später, hier haben wir sogar die ersten, dass wir eben früher oder später Creator-Waffen-Packs bekommen. Und ja, ich glaube, dass das vielleicht auch genauso heißen wird. Und es wird als DLC verkauft, sage ich. Enchantments kommt kostenlos. Wäre natürlich auch cool. Jetzt fragt euch, was ist das Creator-Waffen-Pack? Würde ich es nennen. Und zwar gibt es in Die Hunter Classic Waffen von unseren Creatoren, die eben Die Hunter Classic damals schon gespielt haben, wie zum Beispiel Scarecrow, Ron McTube oder eben auch Chexy, unser Streamer aus Call of the Wild, wer den nicht kennt. Traurig. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wie das aufgebaut ist, ob sich die Creator die Waffe aussuchen dürfen und dann ein eigenes Design draufpacken können. Aber ganz genau das kann ich mir vorstellen, dass ganz genau das in Call of the Wild in Zukunft auch kommen wird. Ich meine, es wäre tatsächlich schon witzig, oder? Einfach mit einer Waffe von Andy, also von Shifty, einfach hier jagen zu gehen. Ja gut, also mit der würde ich wahrscheinlich eh da nicht treffen. Nein, Spaß, kein... No front an Shifty besser, Mann. Aber schreibt es mir ganz gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr ja sagen würdet, ja, würde ich tatsächlich fühlen oder eher, nee, Marcel, ist jetzt nicht so meins. So, wir nehmen jetzt mal den guten Kollege hier raus, wird wahrscheinlich ja eh nur ein Silberner. Gehen wir den abholen und dann gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Da liegt er auch. Oh, der eine zweite Treffer hat ja dann doch noch gepasst, oder? Naja, beide sogar in die Lunge rein. Okay, aber leider nur ein Silberner. Gehen wir weiter. So, kommen wir tatsächlich jetzt zum nächsten Punkt. Hier sind auch die nächsten Weißwildhirsche und der hier ist wirklich relativ groß. Und zwar der Punkt Hunde. Ja, es gibt tatsächlich in Classic noch einen weiteren Hund und das wäre tatsächlich der deutsche Pointer. Was der macht, erkläre ich euch ganz kurz jetzt. Und zwar ist tatsächlich ein deutscher Pointer einfach nur dafür da, dass wir eben nicht nach dem Schuss ihn losschicken können, um eben das Tier zu suchen, so wie hier der Bluthund, ne, Marcinho? Du bist so süß, ey. Na, irgendwie sieht er immer noch depressiv aus, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ein deutscher Pointer, zumindest in Die Hunter Classic, nämlich nur die Fährten, die eben wir so finden, verfolgen. Er sucht einfach so in der Art nur das Tier selber. Ich werde mal ganz gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr für sowas nochmal ganze 4,99 € zahlen würdet. Ich sag tatsächlich nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so mein Tier verfolge, dann mache ich das eigentlich selber und das ohne Hund, ne? Die beiden Hunde, die wir jetzt haben, finde ich super. Reicht aber tatsächlich auch, glaube ich, für ein Jagdspiel. Aber wie gesagt, schreibt es mir ganz gerne unten in die Kommentare rein. Als nächsten Punkt habe ich tatsächlich noch Lockrufer. Warte mal, wir erlegen da jetzt mal ganz kurz den einen. Aber der steht jetzt irgendwie dahinter, kann es sein? Ne, ist gar nicht der. Wo ist denn der? Ah, da ist er. So, und zwar
habe ich da mir 3 Stück aufgeschrieben. Und ja, ich weiß, Wölfe kann man schon rufen, aber ich würde so eine Lockpfeife für die Wölfe, die es in die Hunter Classic gibt, tatsächlich auch in Call of the Wild mir wünschen. Allein das Gejaule wäre schon sehr, sehr cool. Könnt ihr mir auch... Also was hier mir schon wieder unten in die Kommentare reinschreiben ist, der... Halber Roman schon wieder. Als nächsten Lockrufer, und da stimmen mir, glaube ich, die meisten Leute sogar komplett zu, und zwar eine Fasan-Lockpfeife. Muss in meinen Augen schon längst mit dem Spiel drin sein. Gibt es tatsächlich nicht. Ich hoffe es so sehr. Ich sag's euch so, wie es ist. Wenn es diese Fasan-Lockpfeife geben würde, würden viel mehr Leute auf Fasan gehen. Allein der Mela, das wäre so geil. Aber man kann sie ja leider bisher noch nicht callen. Und ich muss sagen, es ist kaum machbar, irgendwie die richtig zu erlegen. Besonders in Mexiko, um Gottes Willen. In Hirschfelden hast du immer mal wieder die auf den Feldern. Da geht's noch, aber die fliegen dann meistens Richtung in den Wald rein. Und dann sind sie eigentlich, ja, sind sie meistens auch weg. Ist ein bisschen blöd, aber ich hoffe tatsächlich, dass so eine Lockpfeife für die Fasane mit ins Spiel reinkommt. Und als letzten Lockrufer habe ich tatsächlich den Auerhahn-Lockrufer. Ich finde Auerhahn eigentlich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe damals, wo eben Rabbit Tool rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob das so viele wissen, ich habe da einen Dia, der hatte das Dia-Symbol, hat aber gar nicht Dia gescored. Also das verstehe ich bis heute noch nicht, wie das funktioniert hat. An sich Auerhahn, aber ein ziemlich cooles Tier, würde ich mir den Lockrufer wünschen. Hier liegt der gute alte Hirsch auch schon. Oh, ich habe die falsche Waffe benutzt. Ups, ich habe aus Versehen die Arsena genommen. Ja gut, wäre aber ein goldener sogar gewesen. Kleiner goldener. Kann passieren. Jungs. Ich habe hier einen Bug. Glaube ich jetzt mal. Jetzt schaut euch den mal an. Dreier. Dreier. Wie zum Teufel kann das... Was ist das? Allein das Scoring? Das ist ja komplett falsch. Sowas habe ich ja noch gar nie gesehen. Was ist denn das? Das habe ich... Ich spiele seit 2017. Also seit Konsolen-Release. Ich dachte... Digga, hä? Außerdem gibt es hier einfach plötzlich gar keine Weißwedelhirsche mehr. Ich dachte, hier gibt es noch Weißwedelhirsche. Bin schon lange nicht mehr auf Layton Lake gewesen. Aber was? Wo war der jetzt nochmal? Was ist das? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr schon mal sowas gesehen habt. Ich wollte gerade zum nächsten Punkt kommen. Ich würde sagen, wir schießen den direkt erstmal ganz kurz, bevor wir zum Punkt kommen, weil das habe ich tatsächlich ja noch nie ge... Ich habe ihn verschossen. Okay, liegen tut er schon mal. Also jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, das ist ein Zweier. Das sieht aus wie ein Zweier. Das ist niemals ein Vierer gewesen. So, wir sind jetzt hier bei 25... Ah, da vorne liegt er sogar schon. Der ist niemals... Digga, also das ist ein Einser. Das ist ein Einser, das ist nicht mal ein Zweier. Warum steht da eine verschissene Vier dran? Warum ist der ein Vierer? Es ist... Jungs, das ist mein Server. Ich bin hier nicht auf einem Multiplayer-Server drauf. Im Nachhinein ist mir gerade aufgefallen, Cheater im Multiplayer cheaten Great Ones oder Super Rares oder irgendwelche großen Tiere. Kann man so ein Tier cheaten, das anders aussieht als das Level und die Medaille? Die geht auch runter. Kann man das cheaten? Und keine Sorge, ich bin kein Cheater. Das ist aber meine Map. Das ist keine Multiplayer-Map. Könnt ihr mir ganz gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Sowas, ich spiele ja seit 2017, seit Konsolen-Release. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Raff ich jetzt gerade überhaupt nicht. Allein, warte mal. 87, was ist denn das? Max Kilogewicht? Sag mal, das stimmt doch alles hier überhaupt nicht bei dem Hirsch, oder? Das stimmt doch wieder nicht. Das stimmt doch niemals. Guck dir mal, oder? Obwohl, vielleicht, echt, oder? Geht es? Nee. Guck dir mal, das ist doch erstens kein Vierergeweih, da fehlt ja ihre Ewigkeiten was bis zu einem Vierer. Aber das, Digga, das crasht gerade auch übelst mein Video, finde ich. Ich nehme den jetzt einfach mal an und wir machen mit dem Video weiter. So, da sind ja keine, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal hin. Als nächsten Punkt haben wir den Punkt Kleidung. Und in die Hunter Classic gibt es so ein paar Outfits, wo ich sagen muss, ja, da würde ich auch ein DLC einfach so kaufen dafür. Und zwar habe ich 2 Stück rausgesucht, und zwar einmal das Trapper-Set. Könnt ihr mir auch ganz gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Sets findet. Und mein Favorite, auch in die Hunter Classic, das englische Jagd-Set. Ich muss ehrlich sagen, es sieht einfach so geil aus. Sagt mir mal, ob ihr für das englische Jagdset 99 Cent ausgeben würdet. Ich würde es machen. Bin ich ganz ehrlich. Es sieht einfach
Es sieht einfach geil aus. Und natürlich gibt es aber auch in die Hunter Classic individuelle anpassbare Möglichkeiten. Das bedeutet, ihr könnt einfach einen Hut anders machen oder eben ein T-Shirt anziehen oder eine andere Hose, andere Schuhe und so weiter. Hier nochmal zwei Hüte. Nicht, dass ihr jetzt denkt, da sind nur solche Sachen dabei. Nein, es sind auch ziemlich witzige und lustige Sachen dabei. Hier sind die nächsten Weißwillhirsche. Jetzt sind die aber so hier direkt hinter so einem Hügel mäßig. Ob wir den da Hannig rauskriegen, ist natürlich jetzt auch die Frage, weil in die Richtung habe ich jetzt keine gesehen. Ja, das ist ein Zweier. Achso, das sind ja Weißwillhirsche schon. Aber gut, das macht ja auch gar keinen Sinn. Ob Weißwillhirsch oder Schwarzwillhirsch, die sollten auf jeden Fall als Vierer nicht so aussehen. Hier liegt er. Ja, ist ein Silberner. Kleiner Silberner. Bronze. Und als letzter Punkt habe ich den Punkt Ausstattung. Und da gehört bei mir sogar eine Jagdhorn dazu. Jagdhorn ist tatsächlich in der Hunter Classic auch mit dabei. Und ich benutze es in der Hunter Classic immer mal wieder, weil ich es eigentlich ganz cool finde. Besonders wenn man so mit Freunden jagt oder... Oh, oder eben auch für Videos, glaube ich, ist es irgendwo ganz cool, wenn man so Projekte macht, so ein bisschen realistischer jagen, wie zum Beispiel Trophy Hunting. Weiß nicht, von wem das Projekt ist. Könnt ihr ja mal irgendwie reinschreiben, die Hunter Call of the Wild, Trophy Hunting, Deutsch. Und dann guckt ihr mal, von wem das Projekt ist, keine Ahnung. Aber hört sich sympathisch an. Ich würde aber ganz gerne so einen Jagdhorn tatsächlich sehen in die Hunter Call of the Wild. So, den nehme ich jetzt mal hier raus. Und den anderen auch. Damit wir wenigstens hier zwei Stück liegen haben. Als nächstes wäre tatsächlich bei mir hier ein mobiler Hochsitz. Ja, wir haben Tripods und ja, für die Grinder ist das überhaupt nicht geil. Einfach so ein mobiler Hochsitz. Aber fürs Feeling würde ich die mit ins Spiel reinnehmen. Selbstgebaute oder hingestellte Jägerstände. Ich weiß noch nicht, wie ihr es findet, aber fürs normale Jagen cool. Fürs Grinden natürlich jetzt eher weniger. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, ist nicht ein Muss, dass es reinkommt. Aber ja, fürs Feeling, fürs Jagdfeeling, ja, wäre es tatsächlich ganz cool. Was aber tatsächlich ziemlich cool wäre fürs gemeinsame Grinden, wäre, und das gibt es in die Hunter Classic, einen 2-Personen-Tripod. Das gibt es und ich muss sagen, 10 von 10 Idee. Dann könnt ihr nämlich aus einer Herde anstatt einer 2 Stück erlegen, plötzlich 4 oder 5 Stück rausnehmen. In meinen Augen wäre das eine super Sache. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es auch einen 2-Personen-Baumsitz. Ist jetzt wieder kein Muss. Ist es wie bei dem Jägerstand. Ist jetzt der Grinder jetzt nicht so geil. Aber fürs Feeling ist es ziemlich cool. Wir haben mal nichts verschossen. Na super. Allein die drei Sachen. Mobiler Hochsitz, also den Jägerstand. 2-Personen-Tripod. 2-Personen-Baumsitz. Würde ich alle drei in einen DLC reinpacken und das würde ich mir auf jeden Fall holen. Dann haben wir unter Ausstattung den letzten Punkt des Videos und zwar Köderstellen. Köderstellen haben sich tatsächlich in Call of the Wild aber auch schon die meisten gewünscht und zwar wären hier einmal ein Ziegenmineralienspender dabei für, keine Ahnung, für die Bergziegen zum Beispiel. Dann haben wir ein Bärenfass für Schwarzbären, Braunbären und so weiter und so fort. Und wir haben hier noch den Futterbehälter für Schweine. Würde ich auch fühlen, weil wir haben relativ viele Schweinsarten. Ich glaube, 4 Stück müssten es jetzt sogar sein mit im Spiel. Also würde ich tatsächlich fühlen, wenn diese 3 Köderstellen mit ins Spiel reinkommen würden. So, nehmen wir den hier mal auf und wir haben einen goldenen. Wir haben noch einen goldenen, bevor wir hier losmachen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich ganz gerne mit einer positiven Bewertung sehen. Schreibt auch unten in die Kommentare eure Meinung zu den ganzen Sachen dazu. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marci. Rutsch. Als ob es so weh getan hat, bin ich ja nicht bescheuert. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Marci, reingehauen. Oh.